Einen wunderschönen guten Abend. Ich suche den Helden der Wissenschaft. Wer kann mir sagen, wer der Held der Wissenschaft ist? Die Helden der Wissenschaft. Das sind doch ganz eindeutig die Pflanzen. Ich meine, sie versorgen uns tagtäglich mit Sauerstoff. Chemie ist der Held der Wissenschaft, Grundlage der Existenz. Chemiker sind Superhelden, sie haben Umhänge. Also ich muss schon bitten, meine Damen und Herren, Sie können doch nicht, wenn es um Helden der Wissenschaft geht, Marie Curie komplett außer Acht lassen. Sie ist die einzige Frau mit 2 Nobelpreisen, mit ziemlicher Sicherheit die einzig wahre Heldin der Wissenschaft. Aber letztendlich können Sie ja glauben, was Sie wollen. Egal, was die anderen sagen, die Helden der Wissenschaft sind die Lebensmittelwissenschaftler. Sie wollen doch auch, dass sich ihre Tütensuppe richtig auflöst. Newton, du bist mein Held. Du bist der Held der Wissenschaft. Stopp! Das führt doch zu nichts. Ich möchte einfach nur wissen, wer der Held der Wissenschaft ist. Und wenn ich da jetzt keine anständige Antwort bekomme, dann gehe ich. Die Antwort kennt nur der Ballon. So, vielen, vielen Dank, dass ihr euch meine Story angeschaut habt. Die Helden der Wissenschaft sind, so finde ich, junge Menschen, die sich für die Wissenschaft engagieren. Leider zeigen nur sehr, sehr wenige junge Menschen ernsthaft Interesse an der Wissenschaft, was ich persönlich sehr schade finde. Vielen Dank auch an Fast Forward, dass sie dieses tolle Projekt ins Leben gerufen haben. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich freue mich auch, wenn ich mit meinen Posts und mit meiner Story jetzt Menschen für die Wissenschaft begeistern oder auch nur ein kleines Lächeln in die Gesichter zaubern kann. So, und jetzt muss ich einen meine Suppe essen und andererseits ein Tütensuppen- und Konfetti-Chaos beseitigen. Tschüssi, eure Lisa.